Hallo allerseits und willkommen bei einer neuen Folge von Clanvolk. Schön, dass ihr mit dabei seid und mir Gesellschaft leisten wollt. Also, legen wir los. Heißt, wir bräuchten noch wahrscheinlich mindestens zwei, wenn nicht sogar drei weitere Schränke, Kleiderschränke, um die ganzen Klamotten so einigermaßen unterzubringen. Und trotzdem fliegen die dann immer noch irgendwo rum, weil die halt irgendwo hinschmeißen. Getreidelager war das noch. Ah, da macht einer gerade Brot, also den Teig dafür. Tada! Jetzt habe ich Brot freigeschaltet, hätte man's gedacht. Und da braucht man natürlich auch wieder Äste für. Der Brotbackautomat läuft. Die landen, glaube ich, auch dann im... genau, die Teiglinge landen, können im Obstkorb landen und ich glaube, das Brot selber dann auch. Packen wir es erstmal in die Tiefkühlung. Ah, ein paar Burger Buns, die wir jetzt tiefkühlt. Geht's denen? Die sind eigentlich schon, schon ganz gut dabei. 38, 40, ja, das ist noch mal. Das sind noch schöne Punkte. Dann können sie eigentlich schon wieder wässern. Machen wir auch noch mal. Bin ich froh, dass der Wald schon gepflanzt ist. Kann ich so im Herbst anfangen, so ein bisschen die Wege zu legen noch, die ich noch machen muss oder will? Dann müsste ich eigentlich auch noch mal von denen welche machen, weil das sind ja auch mit draußen die Ziegel, die ich dann verwende. Also für den Boden. Also machen wir da noch mal welche. Und was kriegen wir jetzt? 37 und 53 Punkte. Ja, ist doch supi. Dann setzen wir das hier auch mal ein bisschen rauf. Dass die da einfach mal den Boden machen. So, direkt mal Lehm wieder anschmeißen. Vorsichtshalber. Nein. Nee, eine Kuh will ich wirklich nicht. Und du bietest, das ist gut, das ist auch gut. Gucken, trächtig, noch nicht trächtig, okay. Und tschüss. Das heißt aber auch, ich kann jetzt mal wieder einen Barren verarbeiten. Das heißt, einen, vier sogar, das ist gut. Also mit vier Barren meine ich immer so vier Fünferpacks, ne? So, und jetzt haben wir den Eintopf freigeschaltet, weil ich jetzt Brot habe. Den gibt es dann hier. Da braucht man dann halt so eine Schüssel für, ein Stück Fleisch, rohes Fleisch wohlgemerkt. Dafür braucht er aber zum Beispiel Holzkohle. Deswegen ist das nicht so toll. Und Nahrung 5000, ja, muss ich auch sagen. Wenn die jetzt Fleisch essen, sind die hinterher eigentlich irgendwo genauso satt, wie wenn sie halt einen Eintopf mit 5000 essen. Obwohl das halt von der Nahrung viel mehr ist. Die essen die trotzdem komplett auf. Also aber bleibt jetzt nicht irgendwas übrig. Von daher mag, koche ich sowas eigentlich nicht. Das kann man, wie gesagt, dann machen, wenn man später im Endgame ist.
dass man sagt, ich betreibe jetzt hier ein Gasthaus und dann koche ich auch sowas, weil das dann verbraucht wird auch über Nacht oder so. Weil das verdirbt halt auch, ne? Das können wir schon mal einsammeln. Da bauen wir jetzt nämlich dann tatsächlich mal von den Regalen jetzt auch noch mal hier welche hin. Da habe ich zwar noch eins. Ah, jetzt haben sie hier vorangemacht. Das ist gut. Weil dann verlege ich nämlich jetzt schon mal die Tür dahin. Und auch das Fenster dahin. Und reiße dann die Mauer da weg. Da muss ich zwar dann auch wieder Fliesen hinpacken, weil da dürften jetzt keine drunter sein. Aber das ist ja nicht so schlimm. Das geht auf jeden Fall schön voran. Reißen wir die Mauer auch direkt noch weg. So. Das da priorisieren, das ebenfalls. Das ebenfalls, das kann ich jetzt nicht. Da können wir es priorisieren. Jo. Das hoch und das hoch. Und dann direkt wieder ein Dach drüber. So. Müsste passen. Ja. Ach ja, die Matte können wir auch direkt noch verlegen. Die geht dabei wieder ein bisschen kaputt. Reparieren wir sie halt direkt wieder. Ja, jetzt kann ich hier noch mal gucken, wie hatte ich die hier aufgebaut. Ja, seitlich dann das Fenster. Das kann ich also unten genauso machen. Machen wir die Fenster aber hier hin, nach außen. So. Nee, nur das Fenster, nicht das Dach. Okay, das ist verlegt, das ist abgebaut. Dann können wir da jetzt nochmal schicke Fliesen hinpacken. Da auch. Und wenn das Dach dann zu ist, dann können wir die verlegen von da oben hier runter. Die Badewannen und die Toiletten. Und Toiletten können wir da nochmal vier neue bauen. Oder ich baue sie tatsächlich etwas anders. Da eine hin, ein frei, eine hin und frei. Ja, ich baue ja letztendlich zwei von den Räumen. In meinem letzten Spiel hatte ich eigentlich auch nur einen Raum mit 8 Toiletten. Das hat auch vollkommen gereicht für fast 30 Leute. Das heißt, ich baue hier erstmal nur 4 Stück hin. Und macht die tatsächlich so ein bisschen mit Kabinen, wenn auch ohne Tür oder sowas, aber dass sie sich nicht direkt gegenüber, also gegenüber schon, aber nebeneinander sitzen. Allerdings spielt das überhaupt keine Rolle, weil denen scheint das nichts auszumachen. Zusammen am Klo zu sitzen oder in der Badewanne zu liegen oder so. Ich brauche Leinen, okay.
Haben wir noch mal welche? Hier wird auch abgebaut, das ist schön. Wegtransportiert, sehr gut. Reiß mal hier die Mauer noch ab. Das verlegen wir direkt. Okay, die Dächer werden geschlossen. Jetzt macht sich das auch nicht ganz so bemerkbar beim Stroh, weil wir einfach so viel haben, dass das nicht wirklich ins Gewicht fällt. Steine können sie mal eben wegnehmen. Den auch noch. Die müssen da ja nicht rumliegen. Ja, komm, mach zu. Hier, da wäre noch mal wichtig jetzt. Bevor die da das Regal, das Torfregal dahin schieben. Ja, der war wichtig. Jetzt ist es mir egal, wenn es dann da verschoben ist. Okay. Was macht die Kleidung? Okay, da fehlen noch tatsächlich noch einiges. Ich könnte dafür eigentlich jetzt dann tatsächlich schon mal die Ledersachen fertig machen. Was brauchen wir denn da? 5 Leder. Okay. Machen wir auch mal 15 draus. So viel Leder habe ich mit Sicherheit nicht. Aber ich kann halt jetzt herstellen. Das ist das Schöne. Weil ich habe noch einiges an Tierhäuten übrig. Die können jetzt ruhig mal hier in Dauerschleife so ein bisschen gehen. Dann machen wir nochmal... Ja. Haben wir mal 100 Leder. So. Und 3 Leute, die bleiben wollen heute. Sehr schön. Also müssen wir ein anderes Zimmer noch aufmachen. Und zwar das da. Dann da auch die Fackel halt anmachen. Dann dürfen sie jetzt gerne kommen. Aber natürlich, bleib. Wow. Mach da bitte noch ein Licht an. Das ist gut, sehr schön. Einmal noch Licht angemacht. Und der dritte, ja natürlich. Auf geht's. Sonnenuntergang, juhu. Und nochmal bewässern morgen. Ja, nochmal pflanzen tue ich nicht. Das reicht. Das sollte mit der Bepflanzung wirklich reichen.
Das heißt, ich habe jetzt wie viel Hafernahrung? Okay, Haferkorn habe ich jetzt noch nicht so viel, klar. Aber Hafergaben habe ich 2200, ja. Für einmal Pflanzen reicht das. Ich kriege immer das Dreifache raus, von dem, was ich einsetze. Also dürfte ich dann noch so insgesamt 4000 Hafer haben. Das ist schon nicht wenig. Das wären 4000 Mehl und daher ist das schon okay. Ich brauche es halt sowieso nicht. Ich mache halt sowieso kaum Brote, muss ich gestehen. Ich habe es jetzt eigentlich nur so gemacht, weil ich da immer so ein bisschen Vorrat von allem haben möchte. Aber wirklich nutzen tue ich das tatsächlich wirklich gar nicht. Deswegen, ob ich nächstes Jahr überhaupt irgendwas anpflanze, weiß ich noch nicht. Lachs dürfte ich auch noch genug haben. 2000 Lachsgarben habe ich auch noch genug. Die könnte ich eigentlich auch mal verarbeiten jetzt. Nebenbei. Das machen wir jetzt auch mal. Geben wir das schon mal im Auftrag. Oh, erstmal so 2000. Nächster Tag schon wieder. So, das war's für diese Folge. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like da, abonniert den Kanal, sofern ihr das noch nicht getan haben solltet, und aktiviert die Glocke, wenn ihr über neue Videos von mir informiert werden wollt. Schreibt mir auch gerne einen Kommentar unter das Video, wenn ihr mögt. Und ich hoffe, ihr seid auch bei der nächsten Folge wieder dabei. In diesem Sinne wünsche ich euch jetzt noch einen schönen Tag, Abend oder eine schöne Nacht, je nachdem, wann ihr euch dieses Video angesehen habt. Bis bald, euer Vorian. Ciao, ciao.